Stefan Bock ist Gewandmeister im Abenddienst an der Deutschen Oper Berlin. Er leitet die Abteilung der Herrenankleider. Erste Vorbereitung für einen Opernabend, das Beschriften der Garderoben. Denn in jeder Vorstellung singen andere Solisten. Und damit die wissen, wo sie hingehören, werden Namensschildchen verteilt. Im Fundus beginnt das sogenannte Einrichten. Die Ankleider suchen die von der Fundusmannschaft vorbereiteten Kostüme raus, überprüfen, ob alles vollständig ist. Für jede Rolle müssen alle Kostümteile auf den Kleiderständern hängen. Bei Dutzenden von Produktionen und Hunderten von Sängern gilt, Ordnung ist das halbe Leben. Und dann machen wir uns immer solche Stopper dazwischen, damit wir wissen, wo der Nächste anfängt. Und bei größeren Vorstellungen, wo wir jetzt 7 oder 8 Solisten haben, schreiben wir teilweise auf die Reiter die Rolle, den Namen des Sängers, weil wir manchmal auch Aushilfen haben und die kennen dann die Sänger nicht und wissen die Kostüme nicht genau. Und für die ist es dann natürlich einfach, wenn man sagt, du betreust den Herrn sowieso, der macht die und die Rolle und dann guckt er auf den Ständer und sieht dann, dass der das anhat. Da wir mit vielen Gästen arbeiten und viele große Produktionen haben, ist es also ein wahnsinniger logistischer Aufwand. Die Sachen müssen irgendwie weggeräumt werden und wieder zugeteilt werden und müssen gewartet werden und, und. Und das ist unser Job. Wir sind für die Kostüme zuständig, dass der Sänger oder Tänzer am Abend das richtige Kostüm am richtigen Platz hat, in ordnungsgemäßem Zustand. Dazu gehört auch die Wäsche. Hierfür gibt es einen extra Wäschefundus. Das Herrensolo. Frisch gewaschen und staubfrei hängt hier die Leibwäsche der Darsteller. Unter Wäsche läuft alles, was am Körper getragen wird. Hemden, T-Shirts, teilweise Unterhosen, wenn sie sich auf der Bühne ausziehen müssen. Zum Beispiel heute wird auch Unterhose von uns gestellt, Boxershorts, weil die sich auf der Bühne ausziehen müssen. Und dann ist es ja Kostüm, können sie ja nichts Privates anhaben. Ansonsten Strümpfe, Pullover. Und nach Stücken sind sie sortiert und innerhalb des Stückes dann nochmal nach Sängern und nach dem Chor. Der Hauptarbeitsplatz der Ankleider. Ein kleines Kabuff auf dem Garderobengang. Hier machen die gelernten Herrenschneider kleine Änderungen selbst. Und hier werden die Kostüme in den aktuell auf der Bühne gewünschten Zustand versetzt. Bügel gehört zum Berufsbild. Also es müssen eigentlich alle Kostüme, waschbaren Kostüme müssen regelmäßig gewaschen werden. Und gerade Hemden, die natürlich auch immer braunen Kragen haben von der Schminke, müssen eigentlich fast bei jeder Vorstellung. Also für die Solisten waschen wir eigentlich grundsätzlich alles nach jeder Vorstellung. Im sogenannten Kostümbuch sind die Kostüme und ihre Reihenfolge für jede Produktion festgehalten. Stefan Bock vergewissert sich, dass er bei seinem Solisten für Turandot nichts vergisst. Turandot, hier Solo 2, Rolle Ping, Premiere hat Herr Pauli gesungen und jetzt haben wir den Nathan Meyers. Nathan Meyers hat alles eigene Kostüme, braune Slipper, die Schuhnummer, schwarze Lackschuhe. 15 Minuten nach Beginn muss ich dann auch in die Herrenschleuse, Ankleider, hilft Herrn Scherner, von Henker auf Privat umziehen, schwarze Schuhe in die schwarze Tasche packen. Mein Part. Nächster Schritt. Stefan Bock und seine Mitarbeiter richten ein. Das heißt, sie verteilen die Kostüme auf die Garderoben. Der Chef selbst ist für die Garderobe 2 zuständig. Dort sitzt im gängigen Opernrepertoire immer der Bariton. Es folgt das Auslegen der Kostüme. Und auch das hat System. Lackschuhe, schwarze Strümpfe, Unterhemd, Unterhose, weil er sich auf der Bühne auszieht, hat er eine Kostümunterhose an und seine Smokinghose mit dem weißen Hemd. Man läuft einfach keine Gefahr, wenn man es einfach der Reihe nach hinhängt, wie er es anzieht. Idiotensicher. Ein Notfall in Sachen Kostüm ist eingetreten. Stefan Bock wird zum Herrenchor gerufen. Ich muss jetzt erstmal in den Hauschor, da gibt es ein kleines Problem, da ist eine Umbesetzung, da ist heute ein Gast für jemanden, der krank ist da. Wir müssen hier rechts abbiegen und da muss ich jetzt erstmal gucken, ob wir ein Ersatzkostüm für den haben. Gemeinsam mit dem Chorankleider Sadkari Mansouri sucht der Gewandmeister die passenden Kostüme raus. Unter tausenden von Anzügen und Fräcken finden sie ruckzuck den passenden. Wir festen Ankleider, die praktisch schon seit Jahren hier im Haus sind, wir kennen ja die Stücke. Also wenn uns jetzt irgendwas fehlt oder wenn jetzt irgendeiner was sucht, zum Beispiel auch bei Neuproduktionen heißt manchmal, Mensch, wisst ihr nicht, wo ein pinkfarbener langer Mantel irgendwie mal mitgespielt hat oder sowas, das wissen wir dann schon. Nur die Größen ihrer Kundschaft verändern sich manchmal überraschend, von Vorstellung zu Vorstellung.
Anprobe mit dem eilig eingesprungenen Chorherrn Martin Konstantin. Also ich habe ihn jetzt schlank in Erinnerung gehabt. Da hat er sie zugenommen, hat er mir gesagt. Dann liegt hier ganz so falsch. Ich darf hier auch mal essen, oder? Ja. Doch ein Glück, die schnell zusammengesuchten Kostüme passen. Und wo drückt's? Wir laufen einmal übers Wasser. Ah ja, jetzt, was aber jetzt? Ich bin halt eine Diva. Also ja, sowieso. Die passen, oder? Tenöre sind immer Diven. Ja. Naja, also. Wenn sie jetzt schon anlassen, dann passen sie bis um 7:30. Die werden noch warm, ja, und weich. Die werden weich. Gut. Soll ich die Scheiße anziehen? Bitte? Ja, die Kamera läuft und der Ton ist auch hoch. Ja. Da wird nichts rausgeschnitten. Stefan Bock ist Mitarbeiter der Kostümdirektion. Als Abteilungsleiter der Herrenankleider muss er Abrechnungen und Dienstpläne schreiben, Mitarbeiter und Aushilfen einteilen. Und die aufwendige Kostümlogistik bei Gastspielreisen fällt in sein Ressort. Kostümprobe für das Ballett Bayadere. Kostümlisten mit Fotos des Kostümbildners erklären, wie die orientalischen Gewänder zu wickeln sind. Getestet wird am Ankleiderkollegen. Erst dann traut man sich an das Ankleiden, Einwickeln der Statisten. Diese Produktion des Staatsballetts Berlin wird zum ersten Mal in der Deutschen Oper gezeigt. Holger? Ja? Also jetzt sieht es eher aus wie ein Geschenkband, findest du nicht? Bonbon. Wie eine Geschenkschleife. Alles muss so aussehen, wie ursprünglich vom Kostümbildner entworfen. Also auf jeden Fall darf hier nicht so ein breiter Bund sein, das sieht so aus wie eine Geschenkschleife. Mhm. Viele von draußen, die können sich das gar nicht vorstellen. Die denken, mach, ist doch egal, ob der jetzt eine gepunktete Krawatte oder eine gestreifte anhat, ob der ein blaues oder ein grünes Hemd anhat. Bei uns sind ja teilweise die Stücke so lange im Repertoire, dass wenn sich da so ein Fehler einschleicht, ist nach 10 Jahren das Stück überhaupt nicht mehr so wie im Urzustand, logisch. Und es gilt für die Requisite, für die Bühnentechnik, für die Regie, für alles. Erste Orchesterprobe zu Bayadere. Hunderte von Kostümteilen müssen an den richtigen Tänzer. Nicht nur die Ankleider, auch viele Tänzer sind neu in dieser Produktion, wissen noch nicht, in welcher Reihenfolge die Kostüme anzuziehen sind. Die erste Probe ist immer ein bisschen chaotisch. Schnelle Umzüge hinter der Bühne müssen geübt werden. Und oft haben Tänzer ganz spezielle Anforderungen an die Kostüme. So schwer, wenn ich mich so bewege, dann ist echt immer so. Aber ja. Aber du hast hier vorne eine Druckstelle, ja, ist das da zu eng? Ja, also irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, ob du das nochmal so, ich habe es vorhin schon mal probiert. Aber vielleicht könnte man das ein bisschen weiten nochmal. Der Ankleider ist im besten Fall einfach auch irgendwie so ein bisschen die Verbindung zum Kostüm und so. Ich könnte jetzt auch einen Kostümbildner irgendwie suchen und so, aber da der Ankleider einfach auch da ist und dann Stefan das ja auch einfach anbietet, dann nehme ich das natürlich so einfach auch ganz gerne wahr. Die Ankleider sind ebenso eine Art Rundumdienstleister. Die Betreuungsintensität schwankt je nach Darsteller. Ich mag das zum Beispiel nicht, wenn ich wirklich da irgendwie stehe, wie irgendwie so ein Prinz und die Arme ausstrecke und dann lasse ich mir da irgendwie alles überziehen, überstülpen, abtrocknen, Getränke reichen und so. Also das finde ich nicht. Also ich finde, für mich habe ich das so entschlossen, einfach nur die Dinge, die ich halt hinten zuknöpfen oder die man einfach nicht selber machen kann. Speziell bei den Solisten und auch bei den Balletttänzern, bei den Solotänzern ist so, da muss man schon so ein bisschen auf die Eigenarten eingehen. Ne? Schließlich muss der Ankleider seinen Künstler unterstützen. Trotz Lampenfieber, Bühnenangst oder sperrigem Kostüm. Die Sängersolisten haben ihre Garderoben bezogen. 19 Uhr und langsam wird es voll. Der Chef kümmert sich um Bariton Nathan Myers. Kurz gehen sie durch, was an diesem Abend getragen wird und welche schnellen Umzüge stattfinden. Ein gutes Verhältnis zum Ankleider ist wichtig. Er sieht einen in sehr privaten Momenten. Er muss sehr höflich, aber auch sehr professionell sein. Da ist schon so eine gewisse Intimsphäre, die man da so einbricht. Ne? Also da muss man auch so ein bisschen Feingefühl für haben, wie weit man da rangeht an einen. Aber das merkt man einfach. Deswegen sage ich, es ist auch wichtig, dass man eine gewisse Menschenkenntnisse hat und da nicht so platt und plump an den Künstler jetzt rangeht. Präzision und Verlässlichkeit sind für Ankleider ein Muss. I'm probably the smallest.
soloist here from the males. Ich bin hier der wahrscheinlich kleinste Solist bei den Herren. Mein Kollege, der diese Rolle auch singt, ist über 2 Meter groß. Es wäre ein Desaster, wenn zum Beispiel sein Kostüm hier vorbereitet läge und ich es anziehen müsste. Bei Turandot, wo wir uns auf offener Bühne umziehen müssen, ist gute Vorbereitung erst recht wichtig. Umzug auf offener Bühne. Die Tasche muss sorgfältig gepackt sein. Herr Meyers hat einen Umzug auf der Bühne. Eine Jacke. Und sein Hemd. Muss ich aufpassen, dass das auch alles offen ist. Quasi blind muss der Sänger dem Ankleider vertrauen. Doch die Kür für den Gewandmeister sind schnelle Umzüge direkt hinter der Bühne. 90 Sekunden für einen kompletten Kostüm- und Maskenwechsel. Da muss jeder Handgriff leise sitzen. Psst. Schuhlöffel, Kleiderbügel sind potenzielle Lärmquellen. Ja, sehe ich gut aus. Super. Also da darf dann nicht einer sein, der dem Sänger auch noch das Gefühl vermittelt, der hat das noch nie gemacht, hat keine Ahnung. Man muss immer dem Sänger das Gefühl geben, ist es professionell, er kann sich auf uns verlassen. Und er ist zum richtigen Zeitpunkt auf der Bühne, im richtigen Kostüm. Den kompletten Herrenchor in Minutenschnelle umzukleiden, das ist Routine. Der Chef legt schnell selbst noch Hand mit an. Danke. Passt. Doch erst die Katastrophen fordern den Warenmeister. Der Absatz ist abgebrochen. Der Absatz ist abgebrochen. Scheiße. Also. Schön. Das passt doch, oder? Ja. Der Absatz abgebrochen, ich krieg eine Krise. Wird Stefan Bock es schaffen, den Schuh bis zum nächsten Auftritt zu reparieren? Wie wird man eigentlich Ankleider oder auch Gewandmeister im Abenddienst? Ankleider ist kein Ausbildungsberuf. Eine gute Voraussetzung ist die 3-jährige Lehre zum Maßschneider. Hilfreich sind Praktika am Theater oder beim Film. Man muss gut organisiert und sehr flexibel sein. Künstlerisches Interesse, Kostümkunde und handwerkliches Geschick sind von Vorteil. Und gute Umgangsformen und Fremdsprachenkenntnisse helfen insbesondere bei der Betreuung von internationalen Solisten. Während das Publikum in der Pause Erfrischungen schlürft, kämpft der Gewandmeister mit dem abgebrochenen Absatz. Und weiß sich zu helfen. Ich hoffe, es hält. Das Publikum strömt schon wieder in den Saal, als Stefan Bock auf der Seitenbühne noch schnell eine Kabine einrichtet. Hier sind Kostüme und Darsteller geschützt. Die Kabinen werden dann gemacht, wenn die Solisten oder der Chor Umzüge haben auf der Bühne, damit sie doch ein bisschen Privatsphäre haben. Weil ihr habt ja mitbekommen, wer hier alles auf der Bühne rumturnt. Schließlich müssen die Ankleider ihre Kunden vor aufdringlichen Blicken schützen. Sie sind schließlich nackt, verschwitzt und nervös. Und dann darf auch mal entspannt werden, während auf den nächsten Einruf des Inspizienten gewartet wird. Die Herren Solo-Ankleidung zur Bühne bitten. Beim Schlussapplaus stürmen die Ankleider die Bühne, um ausgezogene Kostümteile zu retten. Also wir müssen zum Schluss die Kostüme von der Bühne räumen, weil die Solisten zum Applaus vorgehen. Die Chorsänger laufen jetzt über die Bühne. Damit die nicht über die Kostüme trampeln, müssen wir die wegräumen. Ansonsten werden sie dreckig. Und dann ist auch so, wenn man nicht sofort die Sachen abholt, räumen sie die Requisite oder die Technik. Irgendeiner nimmt es dann, weil es ihm im Weg ist, und schmeißt es irgendwo hin. Und dann sucht man sich tot. Fertig. Super. Und auch der Solist ist glücklich nach durchgestandener Vorstellung. Er weiß die Qualitäten seines Ankleiders zu schätzen. Dieser Typ hier hat mein Leben gerettet. Ich hätte nicht mehr weiterspielen können, wenn er nicht ganz schnell was gefunden hätte. Das ist das, was ich meinte, wenn man eben einen richtigen Profi hat. It's magic. Aufräumen, Kostüme weghängen, Garderoben auf Vordermann bringen. Bisschen wie im Hotel. Und dann ist die Sache okay. Am Ende des Tages hat dieser Beruf auch ein bisschen etwas von einem Roomboy oder einem Zimmermädchen.
Und dazu gehört waschen, waschen, waschen.